Vorbereitungen noch rechtzeitig fertig zu werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich ganz besonders, dass ich Ihnen heute an diesem wunderschönen Vormittag einen herzlichen Willkommensgruß entbieten darf. Ich begrüße herzlich Herrn Staatssekretär Stumpfohl mit seiner Gattin, Herrn Landtagspräsidenten, Abgeordneten Bürgermeister Haufweg, sowie unseren Herrn hochwürdigsten Stadtpfarrer und unseren Bürgermeister, Direktor Franz Redhofer und seine Gattin. Ferner den Herrn Präsidenten Binder unserer Partnergemeinde Enzersdorf, den Bezirkshauptmannstellvertreter Magister Lambeitl und Nationalrat Hobel. An erster Stelle des Ehrenschutzes biete ich einen herzlichen Gruß Herrn Graf Franz Seilern, dem Handelskammerobmann Baumeister Ingenieur Riedl und dem Bürgermeister Biedermann aus Haugschlag, sowie Frau Zeinig von der Niederösterreich Gesellschaft. Außerdem dem Geschäftsführer Herrn Stadelhofer von der Firma Rogner. Ich wünsche nun der Ausstellung viel Erfolg und Ihnen viel Freude. Ich bitte Herrn Bürgermeister zum Mikrofon. Hochgeschätzte Damen und Herren, liebe Gäste, die Ausstellung auch geeignet, Impulse zu vermitteln, neue Ideen zu bringen und überhaupt die Menschen zu aktivieren. In diesem Sinne meine ich, dass wir uns sehr bemühen müssen. Und ein Teil einer solchen Bemühung ist diese heutige Ausstellung. Und ich freue mich, dass Sie alle hier sind und danke Ihnen, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Meine sehr geehrten Herren und Festgäste, ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen sein kann und wünsche der Ausstellung und dem Stadtfest Litschau den bestmöglichsten Erfolg und vor allen Dingen gutes Wetter. Nun freut es mich, dass ich Herrn Staatssekretär Dr. Stumpfohl ankündigen darf. Ich bitte sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, ich möchte mich zunächst recht herzlich bedanken für die Einladung. Ich möchte daher wirklich ehrlich und herzlich den Veranstaltern der Litschauer Wirtschaft, der Stadtgemeinde Litschau, dem Herrn Bürgermeister, dafür danken, dass immer wieder solche Aktivitäten gesetzt werden. Und ich hoffe und bin überzeugt davon, dass der Stadtgemeinde und der Litschauer Wirtschaft, dass sie diesen erfolgreichen Weg weitergehen wird. Glück auf für eine positive Zukunft hier in dieser Grenzregion. Danke. Nun bitte ich Herrn Ingenieur Franz Riedl, den Obmann der Handelskammer, um seine Eröffnung. Meine Damen und Herren, die Stadt Litschau lädt ein zum großen Sommerfest, zum Stadtfest 1988. Und ein wesentlicher Teil des Programmes dieses Stadtfestes ist die Eröffnung dieser Ausstellung Gewerbe, Handel, Freizeit und Fremdenverkehr in Litschau.
mit dieser Ausstellung und mit diesem Stadtfest und mit den vielen interessanten Veranstaltungen will die Stadt Litschau zeigen, dass sie absolut imstande ist, Ideen zu verwirklichen, Aktivitäten zu setzen. Darf, meine Damen und Herren, dieser Wirtschaft von Litschau alles Gute und viel Erfolg wünschen und darf damit die Ausstellung für eröffnet erklären. Ich danke schön. Das Rote Kreuz zeigt viele interessante Ausrüstungsgegenstände und die Feuerwehr informiert über Brandschutz und Brandverhütung. Das niederösterreichische Hilfswerk zeigt die umfangreichen Arbeiten, die das Hilfswerk umfasst. Die Zivilschutzausstellung gibt einen aufschlussreichen Überblick über den Begriff Zivilschutz. Der Sportclub Litschau bietet neben der sportlichen Ausstellung auch herrliche Gaumenfreuden an. Mit einer Bildcollage stellt sich die Partnergemeinde Enzersdorf vor. Die Bastelrunde von Hauk Schlag zeigt eine bunte Palette der in den Wintermonaten hergestellten Bastelarbeiten. Das ist ein Brahmahahn und zwar eine Kreuzung aus Sussex und Marleenkämpfer. Martin, schau mal. Martin? Die Kleintierschau ist natürlich eine Attraktion für die Kinder. Der Union-Bauclub Litschau zeigt in dieser Ausstellung interessante Modelle von Flugzeugen, Autos und Schiffen. Also wir haben da eine Geräteausstellung und Stationen im Betrieb. Die Kurzwellen, UKW, Beckenradio, digitale Nachrichten, Übertragung, Messgeräte und auch ACB-Stationen haben wir da im Betrieb. So fast praktisch den ganzen Funkbereich, wo so hobbymäßig betrieben werden kann. Geräte verwendet man hauptsächlich im Service-Einsatz, zum Einstellen von Zwischenfrequenzfilter. Höchste Neuinteressen von SC Litscher gespringelt von Preisler Blau-Weiß, was er für die Meisterschaft jetzt zur Verfügung stehen wird. Und als Ersatzdressen möchte er die Köp Schwarz übergeben, dass er dann Litscher wieder als ein echter Sponsor ist und die Meisterschaft einen guten Start wird, kriegt sie. Bei der Fremdenverkehrs- und Informationsstelle kann man bereits das Golfspielen üben und auch das Melken einer Kuh trainieren. Da gab es sogar wunderschöne Preise zu gewinnen. Sehenswert sind auch die Exponate des Fischereiclubs. Thank you.
Dankeschön, danke für die Blumen. Oh, die sind wunderbar. Aber was soll ich denn immer nur mit Blumen? Ja, komm doch lieber mal selbst vorbei. Das wäre was für... Wir melden uns heute aus Litschau. Zu Beginn allerdings wollen wir Sie wie gewohnt musikalisch begrüßen, die Stadtkapelle Litschau besorgt. Das. So, neben mir Platz genommen hat der Hausherr mehr oder weniger von Litschau, Bürgermeister Franz Reithofer. In der Hauptschule selbst ist nämlich eine Gewerbeausstellung, also über alle Gewerbenden, Treibenden von Litschau zusammengestellt. Es gibt im Rahmen des dreitägigen Stadtfestes natürlich auch ein großes Rahmenprogramm. Seit wann feiert denn Litschau schon? Wann hat es denn begonnen? Ja, wir haben die Art der Präsentation unserer Stadt vor 3 Jahren begonnen. Da haben wir als erste anlässlich des 600-jährigen Jubiläums des Bestehens als Stadt das erste Mal ein Theater Stadtfest durchgeführt. Und es war ein so großer Erfolg, dass wir das gerne wiederholt haben. Ich habe gehört, es soll auch demnächst hier einen Golfplatz geben in der Region. Es wird im Zusammenhang mit dem Feriendorf ein Golfplatz in der Nachbargemeinde Haugschlag
Ja, Herr Bürgermeister Reithofer, recht schönen Dank. Für uns wird es wieder Zeit, Musik zu machen. Familienmusik Neumeier, Vater an der Harmonika, Söhne am Keyboard und an der Gitarre. Bauerndorf Königsleiten, der Herr Bürgermeister hat es schon vorhin angesprochen, ein bisschen genauer, wie das ausschauen wird, möchte ich mit dem Herrn Gerhard Stadelhofer reden. Herr Stadelhofer, wann soll denn das Dorf fertig sein? Das Dorf wird fertig am 3. Juni 1989. Ja, ein Musterhaus gibt es schon. Also es ist mitten in den Wald hineingebaut, also richtig, man hat wirklich man hat den herrlichsten Natur vor der Haustür. Und da ist auch eine riesige Rutsche, es wird wahrscheinlich wieder die längste sein, ne? Ja, die längste. Dankeschön. Dankeschön für dieses Gespräch. Eine Querflötengruppe der Musikschule Litschau steht jetzt links von mir. Jetzt wollen wir natürlich, wie es in Radio 4 Viertel üblich ist, auch noch ein bisschen was über das Kulinarische sprechen. Der Bäckermeister von hier hat Platz genommen, der Herr Karl Smetacek. Habe ich das richtig ausgesprochen? Smetacek. Die zählen sehr auf die biologische Ernährung, das heißt sehr viel Dinkel dazu. Das Dinkel ist das Urgetreide. Sie haben uns da ein Brot mitgebracht. 11 verschiedene Sorten Getreide. Finnenbrot nennt man das ja, bei Ihnen. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Vorstellung Ihrer gesunden Produkte. Wir haben uns bemüht, einen Programmpunkt zu setzen, der nicht jeden Tag im Waldviertel zu sehen ist. Einer, der die Truppe managt, ist der Herr Alfred Barne. Wie lange sind Sie schon Catcher? 8 Jahre. Ein Catcher-Gruß? Kraftfrei. Also kraftfrei heute ab 16 Uhr hier in Litschau.